wenn man hier ins Café möchte, sollte man die Ohrringe rausnehmen, die Ketten, Armbänder, alles weg, weil die Papageien klauen das. Visitors to Bochum's Parrot Café can enjoy homemade cake and the company of some 40 exotic birds. Heike Mundt came up with the concept about 3 years ago. She was looking for a way to combine her passion for bird breeding with her love for baking. Also jeder von den Papageien hier hat einen eigenen Charakter. Das hier ist zum Beispiel ein kleiner Kobold, die haben eigentlich nur Blödsinn im Kopf. Unser Weißhaubenkakadu Bella ist zum Beispiel eine ganz charmante Weißhaubendame, sie ist jetzt 3 Jahre alt. Sie steht auf alles, was blinkt, Mädchen halt, also auch blinkende Brillen. Und die klaut sie auch ganz gerne und fliegt damit weg, also muss man schon so ein bisschen aufpassen. Wenn es eine teure Designerbrille ist, kann es also auch schwierig werden. Jaco hat vor ein paar Jahren in einer großen Fernsehsendung, glaube bei 45.000 Mitbewerbern, den 4. Platz errungen, indem er Hänschen klein gesungen hat. Und dieser Vogel steht auf kleine Blondinen, also kleine Mädchen mit blonden Haaren. Und da fängt er dann auch an zu singen. Und da fragt man sich nach 2 Stunden manchmal auch, wo ist jetzt der Ausknopf? Popeye, du auch ein Stück Kuchen? Das ist Popeye. Hallo, meine Maus. Hallo. The cafe is set up to make life as pleasant as possible for the birds. Wir haben hier sehr hohe Räume, einfach damit viel Wind durch ist, damit die Tiere sich wohlfühlen. Und wenn sie keine Lust mehr auf uns haben, fliegen die einfach nach oben auf 5 Meter, setzen sich hin und chillen. Heike reopened the cafe a few weeks ago following the coronavirus shutdown. Even before that, the cake was served in containers with a lid for hygienic reasons. The parrots get to enjoy snacks from paper bags. Though, most visitors don't care so much about the culinary offerings. They come to meet these feathery friends. Dass die Vögel so zutraulich sind, obwohl die einen nicht kennen und sich füttern lassen, sich kraulen lassen. Also einfach toll. Dann kommen die Papageien an und wissen, man hat ja Leckerlis dabei und stürzen sich auf ein. Da hat man gar keine Chance, an irgendwas im Alltag drüber nachzudenken. Man ist sofort im Hier und Jetzt und freut sich. Und das ist, ne, und Mira findet das auch. Und das ist ganz was ganz Tolles. Ich finde es toll, dass einem auch hier die Leitung mit Rat und Tat zur Seite steht, weil ich darüber nachdenke, mir so einen Vogel anzuschaffen und eigentlich gar keine Ahnung habe. Und jetzt mal erfahren habe, dass das gar nicht so gut ist, einen Papagei alleine zu halten. The cafe is part of Parrot Park Bochum. Here visitors can buy birds of their own, bird seed, toys and much more. Heike created the 400 square meter establishment as a space where visitors can get to know these unique animals in a relaxed setting. It's an experience none of them will forget anytime soon.